Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute geht es um ein sehr interessantes Thema, und zwar um die Champions League in FIFA 19. Und zwar wird der Vertrag zwischen Konami und UEFA zum Champions League Finale beendet sein. Das heißt, ab da sind die Lizenzen für die Champions League wieder frei verfügbar, und die kann sich eben das Unternehmen, welches wahrscheinlich das meiste Geld bietet, eben dann kaufen. Und dieses Unternehmen ist zu 99% eben natürlich EA Sports, da die schon seit Ewigkeiten diese Champions League Lizenz haben wollen. Und für alle Fans und so ist das natürlich auch eine sehr geile Sache. Und ja, da wird auf jeden Fall ab dem 27. Mai dieser Vertrag beendet sein. Und zwischen dem 9. und 11. Juli wird höchstwahrscheinlich wieder dieses Event namens EA Play stattfinden. Dort wurde letztes Jahr eben zum ersten Mal was zu FIFA 18 gezeigt. Und das heißt eben, dass dieses Jahr zum ersten Mal was von FIFA 19 gezeigt wird. Und da eben vielleicht schon zu irgendwelchen Champions League Sachen. Es wäre einfach unfassbar genial, wenn die Champions League wirklich in FIFA 19 reinkommt. Denn dann könnte man im Karrieremodus tatsächlich auch jetzt wirklich in der Champions League spielen und nicht eben in diesem nachgemachten Champions Cup oder wie das immer geheißen hat. Das wäre schon eine enorme Qualitätssteigerung, und da wäre FIFA 19 auf jeden Fall wieder wesentlich interessanter, vor allem wenn die Champions League dann auch irgendwie in Ultimate Team ordentlich eingebaut werden kann. Und zwar heißen die Karten dann eben nicht Team of the Group Stage Karten, sondern wirklich Champions League Group Stage Karten. Da können sie dann natürlich auch mit dem Design der Champions League arbeiten, und das wäre einfach eine enorme Qualitätssteigerung, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe. Mich persönlich würde es extrem freuen, wenn die Champions League dabei ist. Schreib mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was du denkst. Denkst du, dass EA diese Lizenz kaufen wird, nachdem sie eben wieder frei verfügbar ist? Oder denkst du, dass das irgendwie anders laufen wird? Aber eigentlich ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass EA Sports diese Lizenzen aufkaufen wird, denn das sind einfach Lizenzen, mit denen auch fast nur EA Sports was anfangen kann. Es gibt eigentlich kein vergleichbares Fußball-Videospiel, keinen anderen Fußball-Simulator, der in dieser Größe steht. Also da gibt es eigentlich nur FIFA und dann ein bisschen weiter drunter halt PES, und danach gibt es eigentlich nicht wirklich einen Anwärter für diese Lizenzen. Ich hoffe einfach mal, dass EA Sports die Rechte für die Champions League bekommt, und dadurch hätten wir dann wirklich die Champions League in FIFA 19 drinnen. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Infovideo. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, eben welche Meinung du zu diesem Thema hast. Denkst du, die Champions League wird reinkommen, oder denkst du es eher nicht? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann bin ich auch schon raus. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, und habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.